showing destruction in the ancient city of Palmyra. Palmyra, Syria. Gehört zum UNESCO-Welterbe. Palmyra. Palmyra. So being destroyed by Islamic State. Destroyed by ISIS. Palmyra. Palmyra. The ancient city of Palmyra. Palmyra, die wohl schönste antike Stätte Syriens, wird zum traurigen Beispiel für bedrohtes Weltkulturerbe. Die Terroristen des Daesh zerstörten in den letzten Jahren die ehemals prunkvollen Tempel, Turmgräber und Säulenstraßen. Bis zu ihrer Sprengung berichteten die Bauwerke von der Hochzeit der Oase. Palmyra war ein bedeutender Handelsplatz zwischen Indien, Mesopotamien und dem Mittelmeer. Wie gehen wir mit der Zerstörung des kulturellen Welterbes um? Und wie können wir Geschichte erleben, wenn das Original nicht mehr vorhanden ist? Diese Fragen stellt die Ausstellung Rebuild Palmyra im Bildungsturm Konstanz. Im Erdgeschoss befinden sich die Besucher in einem Blätterwald aus Zeitungsartikeln. Die Besucher erhalten einen Eindruck, was in den letzten Jahren national und international über die Zerstörung Palmyras berichtet wurde. Im ersten Stock erfahren die Besucher mehr über die Geschichte Palmyras. Ein Zeitstrahl berichtet, wie die Oasenstadt vom traditionellen Nomadentreffpunkt zur Handelsmetropole der Antike heranwächst und ab dem 18. Jahrhundert wiederentdeckt wird. Die interaktive Wand zeigt, wie Luxusgüter wie Seide oder Gewürze schon in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten global gehandelt wurden. Animierte Schiffe, Kamele und Pferde zeigen die antiken Handelsrouten der wichtigen Güter. Besucher können die städtebauliche Entwicklung Palmyras interaktiv durch die Zeiten begleiten. Die Besucher bestimmen selbst, wie schnell sie sich durch die Epochen hindurch bewegen wollen und über welche der Gebäude sie mehr erfahren möchten. Im zweiten Stock bietet sich den Besuchern die Möglichkeit, die vom Daesh gesprengten Gebäude miteinander zu vergleichen. Zerstörte Tempel, öffentliche Gebäude und Gräber sind als 3D-Druck auf einem Satellitenbild platziert. Durch Augmented Reality werden die Zustände vor der Zerstörung durch den Daesh und die rekonstruierten Zustände der antiken Prachtbauten wieder dreidimensional erlebbar. Ferngläser bieten eine weitere Möglichkeit der virtuellen Erfahrung Palmyras. Mit ihnen können sich die Besucher virtuell durch 360-Grad-Ansichten der fantastisch erhaltenen Ruinenstadt bewegen, so wie sie vor den Sprengungen erhalten war. Im dritten Stock können die Besucher schließlich selbst Position beziehen. Soll Palmyra wieder aufgebaut werden? Und wenn ja, in welchem Zustand? Dabei werden den Besuchern verschiedene Möglichkeiten der Rekonstruktion aufgezeigt. Stellungnahmen diverser Experten bieten eine zusätzliche Hilfestellung zur Meinungsfindung. Die Abstimmungsergebnisse der Besucher im obersten Stockwerk werden in einem Hologramm im Erdgeschoss abgebildet. Je mehr Besucher für den Wiederaufbau von Palmyra stimmen, desto vollständiger erscheint der Miniaturgrabturm.